Und ich freue mich sehr, dass gleich zwei Spieler bei mir sind. Mit der Nummer 13, Steffen! Und sein erstes Heimspiel für den THW Kiel mit der 23, Rune! Steffen, herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Die zweite Halbzeit war wirklich überragend. Gerade von dir auch großartige Leistung. Was war das für ein Gefühl, gegen die ehemaligen Kollegen anzutreten? War da so ein Stück Sondermotivation dabei? Ja, es war natürlich ein besonderes Spiel heute. Also es war jetzt für mich und auch für andere in unserer Mannschaft heute das erste Spiel hier in der Halle. Und es ist immer was Besonderes, das erste Spiel vor den eigenen Fans zu haben in der Liga. Und deswegen habe ich mich gefreut. Und noch dazu ging es natürlich gegen Flensburg. Und ich habe da auch Freunde. Und deswegen war das natürlich was Besonderes für mich. Klar. Herzlichen Glückwunsch dafür. Wenn du nach den ersten Tagen Revue passieren sollst, würdest du sagen, du hast dich schon ganz gut eingefunden in die Mannschaft? Ja, also menschlich ist das überhaupt kein Problem. Das ist eine super Truppe, das macht super Spaß mit allen. Auf dem Platz, denke ich, dauert das noch ein bisschen. Wir haben leider in Lemgo verloren, das hätte uns nicht passieren dürfen. Und ja, man muss einfach schauen, dass wir jetzt von Spiel zu Spiel zueinander finden. Und jetzt müssen wir vielleicht das, was an Zusammenspiel noch ein bisschen fehlt, durch Kampf, durch Teamgeist wegmachen. Und ich glaube, da haben wir dann heute einen ganz guten Anfang gemacht. Das glaube ich auch. Vielen Dank an Steffen Weinhold. Rune Damke, das erste Mal vor dieser heimischen Kulisse, wenn man jetzt mal das Abschiedsspiel für Christian Zeitz außen vor lässt, das erste Bundesligaspiel. Sind die Eindrücke so, wie du es dir erträumt hast? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das waren meine ersten Minuten jetzt zu Hause in der Bundesliga. Wir haben gegen Flensburg gespielt, wir haben gegen Flensburg gewonnen. Geht, glaube ich, schlimmer. Ich glaube, da oben sitzt dein eigener Fanclub. Herzlichen Glückwunsch dafür. Was nimmst du dir vor für diese Saison? Was sind deine ganz persönlichen Ziele? Ich will einfach nur alles dafür tun, dass das Team vorankommt, dass wir gewinnen. Egal, wie mein Partner aussieht, ich will einfach, dass wir vorankommen. Dabei viel, viel Spaß und viel Erfolg. Vielen Dank, Rune Damke.